Seit Online-Händler und Dienste dem stationären Buchhandel Konkurrenz machen und sich auch das Konsumverhalten von immer mehr Menschen ändert, wenn es um Bücher geht, hat es der Handel nicht leicht. Davon unbeeindruckt wurde gestern an einer der besten Adressen Hamburgs ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Alte Freunde am Neuen Wall. Zum 100-jährigen Bestehen der Traditionsbuchhandlung Felix Jud kamen gestern Abend rund 100 geladene Gäste, um mit dem Team zu feiern. Dresscode maritim hanseatisch. Natürlich hat sich in diesen 100 Jahren so viel verändert. Kundenverhalten, Onlinehandel wurde erfunden. Und das sind ja auch Sachen, die erstmal Buchhandlung gefährden. Und trotzdem gibt es uns noch. Und das wollen wir heute feiern. Ein Jahrhundert zu überdauern, fast ein Wunder. Gründer Felix Jud überlebt den Nationalsozialismus und sein Geschäft wirtschaftliche Umbrüche. Das abendliche Fest, für die Tochter des namensgebenden Inhabers ein besonderer Moment. Ganz oft habe ich natürlich an diesen Termin gedacht, vor allen Dingen immer wieder an den Mut, den mein Vater damals aufgebracht hat, um eine Buchhandlung zu eröffnen. Und das ist praktisch immer noch meine Heimat. Also ich bin eben einfach damit groß geworden. Ab und zu denke ich an dich. Denk nicht, dass ich dich vermisse, weil du nicht mehr bei mir bist. Musikalisch untermalt gab es reichlich Zeit zum Stöbern im Sortiment. Die geistige Nahrung, immer wieder Anziehungspunkt auch für Prominente, wie einst Karl Lagerfeld. Neuerscheinungen, Erstausgaben und Kunst locken Stammkunden bis heute. Es ist Beratung, es ist individuell, man weiß, was man mag und wird beraten, mit Namen genannt und das gibt es nicht mehr so oft. Ich komme hierher, weil es hier eine ganz besondere Auswahl an Büchern gibt, die es sonst in keiner anderen Buchhandlung hier in Hamburg gibt. Es ist zugleich ein Ort der Ruhe und ein Ort der Inspiration und Lebendigkeit und das schätze ich hier so. Ja, junger Mann, wunderbar. Eine Auktion mit Bildern, Briefen und einer Übernachtung in der Buchhandlung erzielte knapp 30.000 Euro. Startkapital für einen neuen Preis für widerständiges Schreiben. Das ist ja heute nicht immer der Fall, dass man auch mal gegen die Mehrheit eine Meinung durchdacht vorbringt. Und im Künstlerischen, im Literarischen soll dieser Preis eine Person künftig auszeichnen, die da wirklich mutig ist. Ein Preis und Abend ganz im Sinne des Gründers. 100 Jahre Felix Jud, ein Jahrhundert für besten Lesestoff.